habe dann, glaube ich, 100 Gesangsbibeln und Gesangsbücher für die Kirche gespendet. Dann war das okay in Winterthur. Also kein Stadtverbot damals, alles gut. Ja, da seinerzeit bin ich im Gerüst rumgeklettert. Und das war in der Altstadt sehr, sehr nah an die Häuser gebaut. Und ich weiß nicht aus welchem Grund, auf jeden Fall habe ich einen Sprung gemacht auf einen Fenstersims und hatte das von der Distanz ein bisschen unterschätzt. Und ich wusste, wenn ich jetzt bremse oder so, könnte es sein, dass ich runterfalle. Das war ungefähr dritter, vierter Stock. Also habe ich mich entschieden, die Scheibe einzutreten. Und wo ich schon mal in der Wohnung war, wie sollte ich den Leuten das erklären, dass ich dann, also ich musste eine Handlung mir einfallen lassen und habe dann begonnen, die Wohnung auszuräumen und aus dem Fenster Sachen zu werfen. Dann kam nachher raus, dass das war der örtliche Pastor, der da seine Wohnung hatte. Ey, bei jedem anderen wäre es mir auch peinlich gewesen. Es war einfach nicht schön von mir. Ich habe dann, glaube ich, 100 Gesangsbibeln und Gesangsbücher für die Kirche gespendet und dann war das okay in Winterthur.